Hey, hey Leute, wie geht's? Wie steht's? Hier ist der Yoshi Gamer und ich heiße euch zu einem neuen Horrorprojekt willkommen, nämlich Case Animatronics. Ein neues Horrorspiel, was gar nicht mal, also gerade mal frisch raus ist und ich dachte, das könnten wir nochmal anspielen. Und ich weiß nicht, wie lange das Spiel geht, ich habe keine Ahnung, ich habe es mir für 8 Euro ungefähr bei Steam geholt. Und es soll ein FNAF-Fan-Game sein. Wahrscheinlich auch wieder was mit frei rumlaufen. Das mag ich ja ganz besonders. Es soll auch recht gut sein. Also halt, hab mehr Gutes gehört und deswegen starten wir ein neues Spiel. Vergiss nicht, Ohrstöpsel zu tragen. Warnung, es wird nicht empfohlen, dass Menschen mit schwachen Nerven oder schwangeren dieses Spiel spielen. Okay, das heißt, hier ist die Warnung für alle, die schwache Nerven haben oder irgendwie Probleme haben. Nicht angucken, Leute. Da hast du gar keine Warnung. Looks like I fell asleep. It's almost midnight. Achso, it's Deutsch. What is that? Strange. No one else should be here. I'll go check. Okay. Um eine Taschenlampe aufzuheben. Bewege deine Maustaste über Taschenlampe und drücke E. A. Okay. Drücke die rechte Maustaste, um die... Ah, yes, the tablet. The department relies too much on this new monitoring system. At this rate, they'll probably give us a joystick and lightsaber. Wir haben also auch ein Tablet. Um eine Tafel auszuwählen, platziere den Mauszeiger darüber und drücke die Aktionstaste E. How much does this cost? Drücke die linke Maustaste, um das Tablet anzuschalten. Okay, got it. Okay, drücke Tab, um die Büroansicht zu wechseln. What a comfortable gadget. Ach krass. Are gonna be everywhere. But still, a human is irreplaceable. I'll go ahead and have a look around. Was war das hier alle, ne? Battery drains out very quickly. You need to save the battery's energy. Drücke linke Maustaste, um das abzuschalten. Excellent. The charger is in Ben's study. What is this? Oh mein Gott, das sieht nicht cool aus. Das sieht jetzt nicht cool aus. Evacuation scheme in the wall on my room. The control room is in B7. Oh, das sieht jetzt schon echt. Okay, wir können also. Das ist auch cool gemacht. Wir haben so ein Tablet in der Hand, also so ein Kamerateil in der Hand, anstatt da vom PC sitzen. Das ist gar nicht mal so schlecht. Das werden wir auch gut gebrauchen können. Finde das Kontrollbüro und schalte das Licht an. Mit E können wir auch Türen checken. Ich habe jetzt keinen Bock, einen Jumpscare abzukriegen. Alter, nicht schlecht. Alter. Oh mein Gott. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Na du Wauwi! Also wenn der nicht mal gleich... Mach es. 2-8, da steht eine Nummer. 2-8-3. Ich kann das nicht... Hier können wir nichts machen, ne? Das Ding sieht gar nicht aus, als würde es gleich aufstehen oder so. Ich hoffe, der bleibt auch jetzt liegen. Die Tür ist mit der Keycard. Okay, wir müssen also später auch Keycard sammeln. Hier ist abgeschlossen. Mach mal die Tür zu. Ich will mich mal hier ein bisschen umschauen. Das Radio. Können wir das abschalten? Nee, schon. Das stört mich ein bisschen. So. Alter. Ach du Scheiße. Nein, what the fuck. Alter, was war das denn jetzt? What the fuck? Alter, was zum Teufel? Wo kommt der denn her? Ich hab gesagt, er steht auf. Wow, what a terrible dream. Warte, das war... Lol. Is it midnight already? Wir haben geträumt. Time okay. To go home. Night call. I hope nothing serious. Ich hör ein bisschen leiser, das war echt Hello, laut. Bishop. Marvelous night. Alter. I'm sure you don't remember me. A lot of time has passed since our last meeting. Okay. How do you like the new surveillance system? One day, you took everything I had, and now it's time to pay.
In your apartment, there are some echoes of the past. Try to collect them so we can see who you really are. What a psycho. What happened to the lights? Oh my. Is this some sort God. Of deja vu? Deja vu. Yeah. I should go and check the switches in the control room. Alter, das war heftiger Jumpscare, Alter. Und aus irgendeinem Grund. Okay, das war so geplant. Es gibt keine Dietriche. Okay, wir müssen also nachher auch Türen knacken. Das wird ja immer interessanter hier. Ich hoffe, das Ding. Also, das Ding ist ja. Frage ist ja, können wir rennen? Ja, ja, klar, habe ich vorhin ausprobiert. Wir können rennen. Das ist auch ein Teil ganz gut, schätze ich. Oh, wieder hier. Ja, diesmal war ich ein bisschen vorbereitet. Ja, das Ding liegt da wieder, das uns gerade gekillt hat. 8709 wahrscheinlich. Hier liegt diesmal nichts. Okay. Wir sollten mal wieder vorbeigehen. Ich hoffe, diesmal steht er nicht auf der Arsch. Da ist er ein bisschen. So. Ich laufe mal ein bisschen. Irgendwo das Gefühl. So. Okay, wir machen den was. Alter, was zum Teufel? What the fuck? Was das denn hier? Was war denn das? Hä? Was war denn das? Was war denn hier? Hab ich was verpasst? Habt ihr was gesehen? Ich hab... What the fuck? Wir brauchen Code. Warte, wir gehen nochmal zurück. Ich glaube, ich weiß, welchen Code wir brauchen. ...8709 könnte es wahrscheinlich heißen. Das heißt, wir laufen jetzt da lang. 8709. Ich sag das immer nicht, um zu vergessen. 8709. 8709. 8709. Achso. 8709. Well, I need to find the electrical panel. Wer? Wer, das passiert nochmal. That's better. Now I need to turn on the second plate. Jetzt muss ich die zweite Tafel aktivieren. Holy shit. Das dachte ich auch gerade. Na, das Ding ist weg. War ja klar. Laut dem Blutspuren da rein. Oh. You like my gift? Like it? Like it? It loves, loves to play. Ach krass, wir können es verstecken. Okay. Kommt er jetzt oder? Oh, oh Leute, ich krieg Gänsehaut. Ich höre was lautes Stampfen, Leute. Scheiße, what the fuck, Alter. Ich höre noch Stampfen, wir müssen da... Oh, ist das krass. Das hat so eine Mischung aus Outlast und Final Fantasy quasi. Und der Joy of Creation, was wir auch vor kurzem angespielt haben. Oh, am schlimmsten war der Jumpscare vorhin. Boah, Alter. What the fuck? Ich kann ihn noch stampfen. Wir müssen ja am besten warten, bis wir ihn irgendwie weg ist. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Das Ding ist. Okay, wir können versuchen, vor ihm wegzugehen, aber ob das klappt, weiß ich nur nicht. Ich weiß nicht, wie schnell das Ding ist. Aber ich höre noch nicht mehr. Also, das klingt, ne? Duschen machen? Oh nee, ich lasse es lieber. Ich lasse Duschen lieber aus, bevor. Aber hier im Dunkeln sollte er uns nicht so schnell finden. Ich hoffe, er kommt hier nicht rein. Ja, was müssen wir jetzt machen? Wir haben keine neuen Aufträge. Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Also, ich weiß nicht, wo wir hin müssen, Leute.
Ich höre ihn wieder. Ich weiß nicht, wo müssen wir jetzt hin? Wir müssen wahrscheinlich irgendwie abhauen, wahrscheinlich. Das Ding ist, wenn ich überlege gerade, wir können ja unser Tablet benutzen, um zu gucken, wo er ist. Frage ist ja, ob er uns dann noch erwischen kann, wenn ich das anschalte. Also es ist ja nicht so wie bei Face, dass wenn wir das, also ich schätze mal nicht, dass er dann wartet, bis wir das Ding runternehmen, sondern er wird uns sofort killen, wenn er uns erwischt. Also da war, ich habe ihn ganz kurz gesehen. Nee, wohin, Leute? Wohin? Oh, meine Hände schwitzen. Scheiße. Ich will jetzt auch nicht einfach hier die ganze Zeit im Schrank hängen. Das ist voll scheiße. Rechts, das hätte ich gemacht. Und dann läuft er, den haben wir gerade nicht gesehen. Jetzt mal schnell hier reingehen. Ding ist, können wir uns hier auch verstecken. Ich hoffe, der findet uns hier nicht, der Arsch. Können wir uns hier nicht verstecken? Können wir uns nur in den Schränken verstecken? Das wird dann richtig schwer. Wie soll man es denn? Oh fuck, er hat uns. Nein, ich will weg, ich häng fest. Oh mein Gott. Nein, geh weg. Komm ab, du Arsch. Nein, jetzt hab ich gut gemacht, ne? Nein! Was ist das? Geh rein! Nein, jetzt hat er uns. Oder? Boah, scheiße. Oh, er hat uns nicht gesehen. Er wusste. Oh mein Gott. Das war Luck. Oh fuck, wir sind. Er ist wahrscheinlich noch genau neben uns. Wir warten noch mal kurz. Ja, ich weiß, wir hängen gerade die meiste Zeit hier in diesem Schrank jetzt, aber es nützt ja nichts, wenn wir gefressen werden. Ist er weg? Nee, der war genau neben uns. Geh mal raus, du Arsch! Der ist genau links von uns jetzt. Wenn wir jetzt rausgehen, sind wir erledigt. Der Arsch bleibt nur noch hier vorne! Er ist jetzt Dings. Hier vielleicht irgendwas, was wir aufheben können. Nee? Ach, das ist. Komm. Egal, wir scheißen jetzt mal drauf, wir gehen dann schon duschen. Oh, wir duschen dann schon ohne. Oh. Frage ich mal, ob er das jetzt hört, oder nicht? Fuck! Okay, wir sind aber gerade gestorben. Ich glaube, wir sind gerade. Oh, das Spiel ist gerade verbuggt, weil ich habe in dem Moment, wo wir getötet wurden, auf die Kamera geklickt. Das ist jetzt echt doof. Okay, Leute, ich muss das Spiel kurz neu starten. Das Spiel ist verbuggt. Bis gleich. Hey Leute, ich bin zurück. Und ich muss das Spiel zurückladen. Und wir müssen nochmal den Anruf hören. Wo können wir das immer? Yeah.
gefallen. Ja, ich habe das Spiel kurz angeschaltet, ist ja kurz abgestürzt, habt ihr ja gesehen. Ich kam nicht mehr raus. Ja, jetzt warten wir nochmal kurz, bis er vorbeiläuft. Und ich denke, das Video hier werde ich ein bisschen länger machen als 20 Minuten. Ich mache ja quasi meine Videos fast immer so 20 Minuten ungefähr. Und ich denke, ich sollte jetzt eigentlich mal anfangen, längere Videos zu machen, anstatt nur 20. Das ist ja auch irgendwie doof. Ihr seht ja kaum was, und 20 Minuten ist zwar schon etwas, aber na, ist nicht das, was man, ne? Ne, ich habe auch keine Ahnung, was wir jetzt machen müssen. Ich habe gerade gesehen, unser Tablet ist auf 99% hoch. Das heißt, wir können unser Tablet benutzen. Was ja vorhin nur 8% hat, deswegen hat es mich gewundert. Ich höre ihn aber noch. Und die Jumpscares sind aber krass. Und das Gestampfe macht einen noch mehr Angst. Dann hier rein. Ich weiß ja nicht, was wir hier tun sollen. Ich meine, hier können wir nur Dusche anmachen. Nein. Okay, er achtet also doch auf Geräusche. Du bist tot, die Animatronics haben dich gegessen. Versuch dich besser zu verstecken. Okay, die Dinger hören also doch auf Geräusche. Das heißt, wir dürfen möglichst keine Geräusche machen. Wissen wir auch jetzt. Okay, müssen wir nochmal anhören. Wir überspringen mal kurz. Komm mal hier rein. Ernsthaft. Da rein. Ja. So, wir warten jetzt nochmal. Mal überlegen, wo können wir hin? Wir können in unser Büro rein. Ich habe keine Ahnung, was wir tun sollen. Sollen wir vielleicht nur eine bestimmte Zeit überleben? Kann ja sein, dass wir nur bis 6 Uhr morgens überleben müssen oder so. Und mit der Zeit in mehr Animatronics kommen. Kann ja sein. Er ist jetzt da, nein. Nein, ist er nicht. Er ist ins Bad gegangen. Er ist ins Badezimmer gegangen. Zu den Duschen. So ein Einfallspinsel. Und dieses Stampfen, das macht einen richtig nervös, so richtig panisch. Das ist richtig furchtbar, Leute. Hier ist auch nichts, ne? Da haben wir nichts. Nee. Nee, hier müsste ich da geschaltet. Hier können wir nichts machen. Ich lasse uns mal sehen. Ah, er sieht uns aber nicht. Unser Büro hier drin, ne? Ne, hier unser. Wo ist unser Büro? Ne, gibt keine Dietriche. Hier können wir rein. Muss hier. Hier ist unser Büro. Können wir das Licht ausmachen? Das wäre ganz cool irgendwie. Ne, ich gehe raus. Hier kann man sich nicht verstecken. Irgendwie. Da kann man sich nirgendwo an den Tischen verstecken. Wie soll das gehen? Man muss ja sich irgendwo verstecken können, außer in Schränken. Das wäre ja sonst irgendwie... Alter, wie schwer soll das denn sein, Mann?
Scheiße, von wo kommt er? Ich will bereit sein, wenn er... Ich weiß ja nicht, ob unsere Batterien irgendwann alle gehen. Ich hab voll Schiss, Leute. Der scheiß Elmettler. Da leuchtet irgendwas rot. Das sind wahrscheinlich Kameras. Ach, die Tür ist geschlossen. Wir können da also nur durch die Tür hin. Ja. Er sieht uns nicht, ne? Er sieht uns nicht, oder? Batterie sogar nehmen. Ich geh schon mal hier hinten hin, falls er uns hinterher rennt, dass wir auch schnell wegkommen. Weil, denn ich will nicht gefressen werden. Und so. Wir haben nirgendwo festhängen. Ah, jetzt sieht er uns wahrscheinlich. Oder auch nicht. Was geht da noch? Ja, jetzt sieht er uns. Jetzt hat er uns gleich. Sieht er uns nicht? Können wir an dem vorbeischleichen? Das wäre echt extrem geil. Da können wir nicht rein. Ah, die Tür ist auf. Alles klar. Guck mal, da machen wir die mal zu. Können wir auf dem Flur. Ach, die Tür. Ah, ich glaube, durch die Tür ist er durchgekommen, wahrscheinlich so uns hin. Ja, wo soll man sich hier verstecken? Das kann nicht sein. Man muss sich ja irgendwo noch verstecken können. Irgendwo. Irgendwo, irgendwie. Das kann ja nicht angehen, oder? Es muss ja hier irgendwas geben. Kann man die Schränke öffnen? Ah, da können wir uns verstecken. Alles da, wir können es also auch in den Schrank verstecken. Hm, gut zu wissen. Das ist abgeschlossen. Machen wir die Tür mal wieder zu. Schauen jetzt mal hier hinten. Okay. Ein Gitter. Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Sieht böse aus hier. Nein, noch einer. Was ist das? Sieht aus wie eine Katze. Was steht da? Miau. Miau. Fax irgendwas. Okay. Ich hoffe, da steht jetzt nicht auf. Das wäre echt prinzipiell scheiße. Da ist eine Kiste. Da trommelt irgendwas gegen die Kiste. Okay. Zettel. Im Bundesstaat Colorado, in der Stadt Aurora, hat nach Zeugenaussage gegen 1 Uhr nachts ein unbekannter, bewaffneter Mann ein Haus betreten und die Familie bedroht. Nachbarn und Passanten riefen die Polizei und berichteten von sehr viel Lärm aus dem Haus. Ein noch unerfahrener Polizist war als erstes am Tatort. Während des weiteren Vorfalls starb eine Frau und ein weiterer Mann wurde verletzt. Der Besitzer des Hauses befindet sich derzeit in einem Koma im Krankenhaus. Der Verbrecher schafft es zu fliehen. Trotz der Unversehrtheit des Polizisten wurde er anschließend einem psychologischen Gutachten unterzogen. Die Polizei verweigerte jeglichen Kommentar. Okay. Ich will nicht wissen, was in der Kiste da drin ist und ich will auch nicht wissen, was die Eule macht. Boah, Leute. Boah, okay. Leute, seid mir nicht böse, aber ich beende damit diesen Part jetzt schon. Ich kann gerade irgendwie nicht mehr. Und ich bin es auch ungewohnt, solche Spiele zu spielen. Denn wir hatten ja eine große Horrorpause und ich glaube, die ist jetzt vorbei. Ja, auf jeden Fall, das Spiel sieht richtig gut aus. Die Jumpscares sind richtig gut und dieses Stampfen von diesen Viech ist übelst creepy und gruselig. Und so. Nicht so normale Stampfen, sondern so metallisch auch. Dass man hört wirklich, dass es ein Animatronic ist. Richtig gut. Und die Atmosphäre ist auch verdammt gut.
Und vor allem auch ziemlich cool, weil, wie schon gesagt, ich habe mir sowas mit Rumlaufen und FNAF-Game total schon mal gewünscht. So wie Joy of Creation finde ich richtig gut. Und ich würde sagen, dieses Projekt hier beenden wir auch. Das machen wir auf jeden Fall zu Ende, das Let's Play. Hundertprozentig. Und keine Sorge, auch wenn ich jetzt heute einmal keinen Surgeon Simulator aufgenommen habe, ist überhaupt nicht schlimm. Ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Surgeon Simulator ist nicht vergessen. Davon wird morgen der nächste Part sein. Dementsprechend nächsten, also den Übertextag. Ich mache ja immer abends das Let's Play und dann ist es am nächsten Tag da. Über Nacht lade ich es den Laden. So mache ich das halt. Und wenn es heißt, morgen würde, also morgen, das wahrscheinlich jetzt ist für euch und ihr es guckt, also morgen wird denn für euch Surgeon Simulator da sein. Bis dahin aber erstmal, sage ich erstmal, wir beenden dieses Let's Play hier. Heißt, ich mache es zu Ende. Nicht, dass ihr jetzt denkt, oh mein Gott, ein Part und zu Ende, sondern ich mache hiermit diesen Part erstmal ein Ende und wir sehen uns dann beim nächsten Mal bei Let's Play Case Animatronics. Haut rein, Leute. Ciao, ciao. Yoshi.